So, wir sind zurück. Unglaublich, aber wahr. Und ich habe auch tatsächlich es geschafft, die Geschwindigkeit hochzustellen, wie ihr jetzt seht. Okay, die achtfache Geschwindigkeit ist das Höchste, was geht. Erinnert so ein bisschen an Siedler. Ja. Problem an dem Ganzen ist, wir haben noch nichts gebaut. Achso, nee, wir haben auch noch kein Geld gehabt, ne? Das war das. Ja, kein Geld und. Kaum Eingaben, Einnahmen. Ja, Ja. okay. Was können wir denn eigentlich bauen? Wollen wir die sonst mal durchgehen? Ja, Oh. wir haben der Vatikan. Schau dir das mal an. Würde sich gerne mit uns zusammen Dodge. ein Handelsabkommen, ja, warum nicht? Ich meine, neutral. Leute, die ein Handelsabkommen mit uns haben wollen, ist generell eh nicht verkehrt. So, was ich mir auch überlegt habe, wäre, wir haben natürlich kein Geld, unseren Typen einzustellen. Mal klar. Was denn? Beziehungsweise, wir können uns auch selber einsetzen als Kaufmann für den Anfang. Okay. Und quasi mit jemand anders auch noch handeln, mit dem Vatikan zum Beispiel, dann kriegen wir 13 Gold plus noch. Dann sollte es auch ein bisschen schneller gehen. Können wir auch mit anderen handeln? Nur die, die hier aufgelistet waren. Was macht der ganz links? Das ist unser Earl John hier, Achso, Earl der John. der John und der Earl. Aber jetzt haben wir hier schon mal ein Income von 18. Das ist schon Ein mal. Income, holla die Waldfee. War da die Holdfee, genau. also, gut, es gibt jetzt mehrere Optionen, die wir gehen könnten. Wenn wir schon jetzt mal schauen, in welche. Also entweder wir wollen ein Ausbildungslager, aber dann dauert es ja immer noch relativ lang, bis die Sachen ausgebaut sind. Deshalb sollten wir vielleicht eher Richtung Werkzeugmacher gehen. Plus Das, ein Arbeiter in der Stadt. genau. Dann geht es zumindest mal auch da schon wieder eins schneller. Was ist denn das links daneben? Steuereintreiber. Plus ein Gold in allen Dörfern. Plus minus drei Zufriedenheit in der Provinz. Okay. Genau, die Taverne hat auch plus einen Mitarbeiter und plus zwei zufrieden. Das wäre alternativ vielleicht sogar noch eher drin. Ja. Das wäre erstmal ein Arbeiter mehr und zwei Zufriedenheit und es ist relativ günstig im Vergleich. Ja, wie teuer ist der hier Werkzeugmacher? Der kostet, glaube ich, 800, ja. Ne, 500, aber gut, im Vergleich. Die Taverne können wir uns nämlich jetzt schon mal leisten. Du Würde ich sollst einen Fisch sagen, schaffen, ja. bauen wir den gleich, oder? Ja. So, ich mache wieder ein bisschen schneller. Haben wir eigentlich jetzt nur diese eine Stadt? Moment, ja. Okay. So. Können wir am Hafen noch irgendwas erweitern? Im Moment so nicht, das geht alles von hier aus. Achso, Also okay. auch diese, was es sonst noch so gibt, diese Fischerei und Unterdinge und so weiter, das brauchen wir auch alles von hier aus. Fischermärkte, ja. Ja. Aber zumindest ist dieses Einkommen ist schon mal sehr gut. Also es wächst gut gerade. Ja. Wollen wir dann noch so ein, zwei Bauern mit in Sir Earls Johns Gruppe da aufnehmen? Brauche auch noch den Wir haben ein neues Gebäude errichtet. erhöhe auch Euer noch Ruhm. diesen Wagen wieder. Den Wagen. Den Streitwagen, nachdem wir die vorher rausgezogen hatten, Achso, hat okay. er sich wieder, ja, verändert. So, was wir den Werkzeug machen, auch gleich noch bauen. Ja. Dass wir ein bisschen Arbeitgrundlage haben. So. Das hier ist übrigens dieser Brenner oben. Wenn der hier dran steht, kann man die Beute später noch aufrüsten. Okay. Fehlt aber noch reichlich Gold für. Ja, das stimmt. Aber dann hat man eben auch zwei Arbeiter und noch mehr Zufriedenheit und ja, also es rechnet sich im Normalfall dann schon auch. Was wir dann auch bauen sollten, wäre dann früher oder später wahrscheinlich dieses Ausbildungslager, dass wir dann auch wirklich auch mal bessere. Können wir eigentlich auch hier für die, wenn ich das jetzt richtig sehe, laufen die Leute ja zwischen diesen Getreidefeldern und unserer Stadt und diesem Kloster da unten immer hin und her, ne? Ja. Kann man da auch irgendwelche Straßen errichten oder bauen die sich von selbst Naja, oder gibt es das gar wenn du nicht? hier guckst, so ein bisschen, das sind hier Straßen, die laufen nur immer quer nebenher. Deshalb sieht es so ein bisschen komisch aus. Aber Achso, eigentlich okay. gibt es hier so eine Art Straßen. Also selber bauen tust du die eigentlich nicht. Genauso wenig, wie wir das Fischerdorf gebaut haben und das ganze Zeug. Das baut sich mehr oder weniger selber. Oh, wir haben eine Söldnerlage in der Nähe.
Friedlich? Ja. Im Endeffekt müssen wir da nur mit unserem Marschall hin und können da eben Söldner anwerben. So, Werkzeugmacher ist auch gebaut. Dann okay. Übungsplatz. Das ist eben das, damit wir militärische Einheiten ausbilden können, die Grundlage. Ja. Was ist denn nur mal für mich, was sind denn die anderen Gebäude? Ich kenne die alle nicht. Warte mal kurz. Okay. Also wie gesagt, Übungsplatz. Bogenmacher ist dann die Weiterentwicklung. Also die ganzen hier hinten sind eigentlich. Ja, die roten nicht, ich meine jetzt nur die hellen. Also einmal dieses Burgding da unten und dieser Pferde. Stadtwache, das heißt, je größer die Stadt, desto größer die Zahl der dort stationierten Machtleute. Stadtwache ist eine starke Truppe, die bei feindlichen Angriffen sehr hilfreich ist. Wäre definitiv auch bald nötig, wahrscheinlich. Stallung. Mhm. Haben wir plus zwei Arbeiter in der Stadt. Okay, könnte man sich auch. Hey, guck mal, wir können sogar hier die Erweiterung der Taverne schon uns leisten und so, wenn wir dann, wenn gleich Geld übrig bleibt, genau. Und so. Steuereintreiber hatten wir ja schon durchgelesen kurz. Fischmarkt ist plus eins Nahrung im Küstendorf, was aber sich hier auf. Ja, wo sieht man dann eigentlich, ist Nahrung unten nur dieser Korn? 200 ja. Oder was? Okay. Dann Weinberg plus ein Nahrung in allen Bauernhöfen. Da haben wir ja schon ein paar davon eigentlich. Hanfeld wird Hanf angebaut, dann hast du quasi zur Herstellung von Leinen, ja. Und eben Imkerei. Produziert Honig, das ist dann auch so ein Handelsgut, das wir dann auch haben, wo wir dann vielleicht auch eher als Handelspartner benutzt werden, wenn wir Handelsgüter haben. Mhm. Und hier können wir die Bäckerei. Also nochmal plus 200 Nahrungslager. Plus 1 Nahrung in der Stadt und plus 1 Nahrung in allen Bauernhöfen. Ja, prinzipiell auch schon relativ brauchbar. Also, ja, aber fangen wir einfach mal mit dem Ausbildungslager an und. So, dann mal wieder ein bisschen schneller. Weil sonst dauert das ja ewig. So, dann ist aber die Frage, ob wir in der Zeit schon mal mit unserem guten Hörer gleich zum Söldnerlager laufen sollen. Ja, warum denn nicht? So, wenn wir dann nämlich jetzt anklicken, das Söldnerlager, dann können wir hier. Also, Axtstreiter gibt da, es gibt. Ich habe das Packen angeboten. Von York, ich glaube, nehmen wir mal an. Weil der war mir vorher schon ungeheuer mit seiner großen Armee. Ja. Gut, also wir könnten hier Axtstreiter. Was haben wir noch? Leichte Bogenschützen. Finde ich auch mal gut. Also, wenn ich das jetzt richtig überblicke, können wir uns eigentlich. Mal gucken, jetzt auf die drei Highlander am Ende. Finanziell alle kaufen. Selbst die Highlander können wir uns kaufen. Wir haben ja 2300. 4, 8200 plus 600, ja. Weil wir haben ja auch nicht mehr so viele Slots frei, das heißt, wir können ja maximal noch drei Einheiten reinpacken. Achso, dann brauchen wir einen neuen Marschall oder was? Ja. Okay. Oder kann man die Bauern wieder rauskicken? Kann man schon auch. Was passiert dann mit denen? Wird die dann. Sind dann aufgelöst. Sonst schmeißt die Bauern doch. Also, dann stammen wir uns die Hightech-Leute da. Alle? Warte mal, wie viel. Jetzt ist eh zu spät, einen ne? Wie viel können wir denn aufnehmen? 6, ne? 2, 4, 6, 8. Achso. Nein, wie viele hat die Söldnertruppe, meine ich? Das waren 6 oder wie viele waren ja, das? Ja, aber ich glaube, die. Nö, es sind 9. Jeweils 3 davon. Ja, gut, dann kick alle Bauern. Just kick it. So, dann. Du kannst da theoretisch aber auch mehr davon nehmen. So wie ich das. Beziehungsweise, warte mal, ist der überhaupt schon dort? Ich gehoffe. Ah! Was denn? Hat ein Momentchen gedauert, er war noch nicht 100% dort gestanden. Das hat... So, also die Highlander. Bogenschützen würde ich auch gerne alle drei nehmen. Ja, also ich würde sagen, alles was da ist. So, 210 Soldaten haben wir jetzt. Boah, schaut doch gut aus. So, die würde ich aber wieder gern hier zurück in die Stadt packen, weil sie da glaube ich am wenigsten Nahrung verbrauchen. Mhm. Beziehungsweise da haben wir einen guten Grundstock an Nahrung.
Ja. So, weil der Wagen ist relativ schnell schon bei 83 jetzt gewesen, nur von dem da rumstehen, oder? Gut. Was wollten wir noch machen? 68%. Ich kann wieder ein bisschen schneller machen, dass das wieder schneller wächst. Ja. Schneller wächst, schneller Ja, baut, baut. genau. Also unser finanzielles Ding schneller wächst und das Gebäude schneller baut. So. Wir haben ein neues Genau. Gebäude So, errichtet. Übungsplatz ist auch Bald erprobt. fertig. Dann mache ich wieder ein Goodie. bisschen langsamer, dass uns nicht die Zeit hinten herumfliegt. Was haben wir denn noch für Möglichkeiten? Wir können jetzt den Bogenmacher, der quasi uns die Möglichkeit gibt, Fernkampfeinheiten auszubilden, also Bogenschützen und ähnliches. Oder Ja. den Schwertschmied, der uns eben ja, Schwertkämpfer und sowas ausbilden lässt. Und den Speermacher. Erklärt sich eigentlich alles von selber. Axtschmied, genau dasselbe. Belagerungswerkstatt macht früher oder später auch Sinn. Oder halt die Stadtwache. Das fände ich jetzt persönlich sogar gar nicht so schlecht, dass die Stadt schon mal abgesichert Ja. ist. Ja, würde ich auch sagen. Gut. Okay. Dann können wir uns überlegen, sobald wir hier 1000 haben, ob wir dann mal wieder einen neuen ja, Händler oder sowas einstellen, dass das Geld noch Ja. mehr, noch schneller mehr wird. Noch schneller, noch mehr. Ja, Geld wird, ist wie gesagt nicht ein unwichtiger Faktor. Ja, glaube ich. Und desto schneller du mehr generieren kannst, also wir könnten jetzt ja schon. Aber wie kommen wir denn jetzt eigentlich an Bücher? Wie Bücher? Oh Wir Gott. können auch einen Kleriker einstellen. Der macht dann Der könnte Bücher. dann eigentlich für ein Kloster sorgen nach und nach, beziehungsweise, warte mal, das mach hier mal langsam. Theoretisch können wir, glaube ich, auch ein Kloster bauen. Irgendwo müsste hier eine Kirche, ja. Da kriegen wir dann auch Bücher. Kostet allerdings 3000. Oh, okay. Also das dauert dann schon noch ein bisschen. Das setzen wir wohl eher einen anderen Grundstock erstmal. Also Stadtwache ist fertig. Wieso wird eigentlich der Wagen da unten nicht mehr? Also immer noch Weil wir ihn erst 83.500? anklicken müssen. Ich für. Jetzt ist er quasi. Ah, okay. So, aber es zeigt mir auch, dass sie in der Stadt zum Beispiel gar nichts brauchen. Sonst wär das ja schon Ja, runtergegangen. immerhin. So, ja, jetzt stehen wir immer noch vor der Wahl, was wir denn jetzt als nächstes bauen. Jetzt militärisch oder zivil? Das würde ich mal sagen, steht mal als erstes im Raum. Weil die Was haben wir denn Ziviles noch so, was wir bauen können? Fischmarkt, Steuereintreiber, Imkerei wären die, die gerade möglich sind. Und beim Zivilen sind es eben diese Weiterentwicklung von dem Übungsplatz. Also das wäre andere. Das ist aber militärisch, nicht Das zivil, ist oder? militärisch, das meinte ich ja. Weil du gerade zivil gesagt hast. Also zivil ist das und zivil ist das, habe ich gesagt. Okay, alles klar. Naja, das ist egal. Fischmarkt, war das mit Arbeitsding noch, oder? Nur Nahrung. Nee. Also nur, ja, das klingt so. Nur. Nahrung. Ja, aber da haben wir ja scheinbar doch relativ viel. Eigentlich würde mir die Stallung ganz gut gefallen, aber. Weil da nochmal zwei Arbeiter zusätzlich kommen. Jo, wollen wir darauf sparen, dann machen wir auf Schnellvorlauf. Irgendjemand erwartet unsere Befehle. Hat's Wieso? gerade geheißen. Ja, okay. Ja, ich ignoriere sowas auch immer. So, ist aber auch gleich soweit. So, jetzt nämlich. So, aber unsere Stadt ist schon ganz ordentlich gewachsen, finde ich. Das sieht auch anders aus als am Anfang. Ja. Da war es eher so eine kleine unbedeutende Siedlung. Nee, Ist jetzt auf schlafen Pause? noch alle noch. Oder Also.
Bei mir ist es nur Standbilder, deswegen. Ja, das liebe Skype. Gut. Was könnten wir noch? Ich meine, ich versuche jetzt mal ein bisschen Schnellvorlauf nochmal zu machen. Das ist schon die Frage, ob wir uns nicht trotzdem zumindest mal noch einen Hauptmann, einen Kaufmann besorgen wollen. Kaufmann? Allein, weil... Ja, 1000 oder weil was? Weil dann halt nochmal mehr Geld reinkommt pro Runde. Mhm. So. Ein Kaufmann bitte. Earl Everard. Okay. Mein Name ist Highlands 9 Gold oder Leinster 8 Gold? Aber sowas von. Highlands. So, 32 pro Runde. Das sollte jetzt auch ein bisschen schneller gehen hier. So. Machen wir noch ein bisschen auf. Drücken wir noch aufs Tempo. So. Man sieht es auch an den Möwen. Wild. Wie sie wild um rumkreisen hier. Ist das jetzt hier eigentlich gerade Nachtmodus? Ich habe noch nicht so hundertprozentig gesehen, weil du siehst ja auch, hier ist wieder eine Jahreszahl oder sonst irgendwas in der Nähe. Dass man könnte, in welchem Jahr wir gerade sind. Aber gut. Was ist das oben links für eine Null? Das ist unsere Machtposition. Oh, die könnten wir stärken, theoretisch. Sollen wir das mal machen? Wenn euer Land wächst, wird der Preis angehoben. Herrscht ihr über viele Grenzen mit fremden Regionen, so erhöht dies zusätzlich den Preis der Aufstufung. Aber dann machen wir das doch einfach mal. Wir haben ein neues Gebäude errichtet. Ihr habt die Machtposition. So sieht's aus. Hat er uns nochmal nett gesagt, dass wir das gesteigert haben. Wir könnten sogar nochmal. Bam. Bam, komm, machen wir nochmal. Solange es noch geht finanziell. Ja. Ich glaube, es erhöht sogar hier die Einnahmen einigermaßen. So, jetzt, unser Gebäude ist fertig. Die Frage, können wir ja schon so ein Kloster bauen? Noch nicht, ne? Hm. Ich hätte jetzt prinzipiell schon... Von 3000 oder so. Achso. Zum Ende der... Oder, naja, zumindest so mal Büchereinkommen. Wäre mal toll, aber... Ja. Ja. Sind wir schon auf Maximalgeschwindigkeit? Okay. Ansonsten müssen wir jetzt halt noch ein bisschen abwarten und überbrücken, bis wir auf 3000 sind. Das erste Mal, dass wir etwas überbrücken müssen, das können wir gar nicht. Wir wissen gar nicht, wie man überbrücken kann. Überbrücken ist etwas anderes als Brücken bauen. Brücken bauen baut man über Flüsse. Flüsse sind Wassergefälle, die ein Land von einem anderen Land teilen. Verdammt. Geschafft. Gott sei Dank hat es ja nur 700. ja. Gut, aber lassen uns davon nicht ablenken, denn ablenken wäre jetzt wieder so ein Ding, was wir gar nicht können. Können ist auch was wir gar nicht können. Nee, okay, da drehen wir uns. also es ist so. ja, stimmt. Erinnert mich immer an diese drei von der Politik. Man merkt wahrscheinlich einfach, dass wir das Spiel selber noch nicht wirklich oft gespielt haben, beziehungsweise eigentlich relativ blind reingehen. Also ich besitze es nicht und ich habe es auch noch nie gespielt. Ich gucke hier nur passiv zu. Der beliebteste Herrscher. Oh Gott, jetzt habe ich es verraten. Jeffrey Everard. Earl von... Er wäre jetzt auch zu schön gewesen. Weit weg, der beliebteste. Für das, dass hier ganz Europa und so... Ja. Na dann. Du Arsch. Mhm. Du Arsch. ja, da okay. Wird gerade... Rennt das da eigentlich, oder was ist ja, das? Ja, oder Rebellen. Das kann uns auch passieren, im Übrigen. Krieg? Wir drücken mal fest die Daumen, dass das nicht passiert. Ja, gut. Stimmt, wir haben jetzt schon wieder 3000. Wollen wir uns dann mal einen neuen Ritter? Seid bloß vorsichtig, Conan II., König von Wales. Gerade jetzt verspüren wir Lust, irgendeinen verabscheuungswürdigen Schurken zu strafen. Bretagne? Anbieten königliche Vermählung? Unseren Prinzen?
Ist generell eh nicht verkehrt, wenn wir den mal unter die Haube bringen. Joa, Kadel der Zweite. Wir wissen, welches seiner schönen Kinder euch denn aufgefallen sein mag. Marie, Prinzessin der Ja, die ist uns aufgefallen. Habt ihr den Verstand verloren, feiger Schurke? Definitiv. Der Bretagne findet, dass eure Familie von schrecklicher Hässlichkeit ist. Unsere Länder haben wahrscheinlich Besseres verdient. Okay, vielleicht sollten wir doch in England heiraten. Mm. Aber das ist jetzt auch noch so eine Möglichkeit, die wir vielleicht mit den Highlands, fällt's denn davon? Die wollten uns doch eh so hier. Ja. Oh. Achso. Ups. Ja, okay, daran könnte es natürlich liegen. Er hat keine Kinder. Oder keine Kinder in dem Alter. Oh mein Gott. Mit dir? Wobei, wenn er sehr jung ist, das ist vielleicht auch jetzt ein Indiz dafür, dass er keine Kinder. Wobei, wir sind auch sehr jung, ne? Ah, ich frag ihn mal, was soll's. Malcolm mittendrin. Mhm. Königliche Familie. Können wir nachkommen? Ja. Keine heiratsfähigen, okay. Hallo? Hat hier jemand heiratsfähige Kinder? Hm. mit Kent ist vielleicht gerade eine blöde Idee, weil da brennt alles gerade. Hallo. Ostanglin, ne? Er ist alt. Das klingt gut. Ja. Ne? Und das ist aber eine schöne Stadt. Oh, Alvira. So mit Holzpalisaden. Elender Wurm. Familie ist in Europa von geringer Bedeutung. Ja, und? Der Earl von Stangen benötigt keine Verwandten. Ich dachte, wir haben unsere Machtposition gestärkt. Okay, ich sehe schon, wir müssen irgendwo in die Provinz heiraten. Wenn ich doch nur wüsste, wie. Ich kann Irland. Die königliche Familie. Genau. Geh raus, find ein Mädchen. Do your thing. Ulster. Anbieten, königliche Familie. Hier. Mabel. Nichts ist umsonst. Wenn der Hof von York oder Familie zustimmen soll, müsstet ihr zuerst bei Sex angreifen. Wir nehmen an, dass der König von Wales sich die Vollkante bewusst ist. Nein. Ja, sind wir. Wollt ihr uns verlassen? Leinster? Leinster? Oh Gott. Wir finden niemanden für unsere Droh. Schüch und weg. Der eine hat recht. Wir sind total hässlich. Oh, achso. Da muss er echt pottenhässlich sein. Ja, klar, okay, dann wundert es mich nicht, dass, Nope. Das Britannien. Wie? Die gibt's gar nicht mehr? Gut, da wir aber eh schon ein bisschen spät dran sind und gleich unser Kloster fertig ist, würde ich sagen, lassen wir das Kloster noch zu Ende werden und beenden dann die Folge. Ja, guck mal an. Unsere Burg hat sich gerade da, als das Kloster fertig war, upgegradet. Weniger. Yay, aber wir machen irgendwie ein. Gold, Pfund, Pfennig weniger pro Runde, so die Währung ist. Möglichkeiten hat oder so. Aber gut, das soll es für diese Folge wieder gewesen sein. Hm. Ich sag schon mal danke fürs Zuschauen und fürs, ja, Noobs von Knights of Honor so ein bisschen vielleicht auch Tipps runterschreiben, wäre natürlich auch noch sehr nett. Ertragen. Ich bin gelernt gerade. Ja. Aber du hast die letzten Worte an die Warnung. Ja, dann Hummel, Hummel, Moos, Moos, macht's gut und dann drückt uns die Daumen, dass wir unseren hässlichen Prinzen da nochmal irgendwie unter die Haube kriegen.